Die SES Boxsport Gala am vergangenen Wochenende im Kohlrabi-Zirkus in Leipzig. Die fast 100 Jahre alte Großmarkthalle bot einen spektakulären Rahmen für die insgesamt 9 Profi-Boxkämpfe des Abends. Beginnen wir mit dem Comeback von Ramona Kühne in der Hose mit den roten Streifen. Die ehemalige Weltmeisterin in den Gewichtsklassen Leichtgewicht, Superfedergewicht und Federgewicht versucht nach 11 Monaten Zwangspause, sie musste sich am Ellenbogen operieren lassen, den Weg zurück an die Spitze zu finden. Dazu hatte sie in Leipzig eine Aufbaugegnerin. Bojana Libiszewska, eine erfahrene Boxerin aus Polen, hat in 34 Profikämpfen internationale Erfahrung gesammelt. Aber in dieser Begegnung ist sie klare Außenseiterin. Das bestätigte auch Ramona Kühne, die als die bessere Boxerin in allen Runden deutliche Dominanz zeigte. Sie trieb die Gegnerin im Ring vor sich her und landete die klareren Treffer. Nach 8x2 Minuten stand die Siegerin fest und so wird der Weg frei für schwerere Aufgaben. Hier Ausschnitte aus der Begegnung von Roman Fress in der grauen Hose gegen den Ungarn István Kuhn. Das hatte sich der SES-Boxer in seinem dritten Profikampf sicher etwas einfacher vorgestellt, denn der Ungar ist mit 17 Kämpfen deutlich erfahrener. In der SES-Ecke hat Trainer Robert Stieglitz seinen Schützling entsprechend vorbereitet. In der dritten Runde hatte Roman dann aber genug. Er deckte seinen Gegner mit einer Serie von Schlägen ein, bis der Ringrichter wegen fehlender Gegenwehr den Kampf abbrach. Klarer Sieger mit technischem K.O. Roman Fräß vom Team Deutschland. SES-Mann Enrico Kölling in der schwarzen Hose hatte sich diesen Boxabend auch anders vorgestellt, denn eigentlich wollte er gegen Dominik Bösel um die Europameisterschaft boxen. Doch die Verletzung von Bösel ließ die Begegnung platzen. Ersatzgegner war der Lette Andrei Pokumenko, der in 31 Kämpfen 17 Mal siegreich den Ring verlassen konnte. Gut ausgebildet und technisch sauber setzte er sich lange Zeit gegen Köllings Angriffe zur Wehr. Lange Zeit war das Gefecht relativ ausgeglichen, doch Enrico Kölling boxte geschickt aus dem Rückwärtsgang heraus und setzte seine Treffer. Am Ende einstimmiger Punktsieg für Kölling. Hauptkampf des Abends, die Begegnung von Golden Jack Kalki gegen den Spanier Adasad Rodriguez. Es ging um die vakante EU-Meisterschaft, die kleine Schwester der Europameisterschaft. Kalki ist ehemaliger WBA-Weltmeister und Europameister. Er wechselte vom Superweltergewicht ins Mittelgewicht und will sich jetzt den Weg für einen WM-Titelkampf freiboxen. Sein Gegner ist ein erfahrener und ambitionierter Boxer, der schon große Namen im Ring überrascht hatte. So begann der Kampf von beiden Seiten aus entschlossen, aber wenig spektakulär. Doch die auf 12 Runden angesetzte Begegnung sollte nicht über die alle Distanzen gehen. In der 6. Runde nutzte Jack Kalki seine Chance. Deckte seinen Gegner so mit Schlägen ein, dass der Ringrichter den Kampf abbrach. Klarer Sieger auf dem Weg zu einem neuen Titel, Jack Kalki.